So Leute, ich habe eine kurze Pause gemacht. So. Jetzt habe ich ein Desktop-Audio ausgemacht, also man müsste nichts hören, weil ich bin nebenbei noch ein bisschen am Craft Attack gucken. Damit, ja. Ja, weil ich halt noch Craft Attack nebenbei verfolge. Weil da versuche ich auch alles zu sehen irgendwie. Bei Craft Attack darauf warte ich auch schon die ganze Zeit. Aha. Mindestens Level 15 erreicht haben. Ah, lol. Und ich gucke Craft Attack später, kann ich voll und ganz auf das Play konzentrieren, weil Adi bin ich jetzt. Da gucke ich heute Abend nach. Ah, der gute Sparky später am Stream. Dann gucke ich die Folge morgen nach. Oder nach dem Stream. Weil heute Abend werde ich mir definitiv Zeit nehmen für den Stream. Weil ich generell Craft Attack seit Craft Attack 1 gucke. Das kann ich, das wäre doof, wenn irgendwie ich da mal verpasst habe irgendwie. Eigentlich alles. Eigentlich bin ich bei so gut wie jedem Projekt dabei. Ich glaube, außer ich habe nur Varo 1 gesehen. Varo 2 fand. Ja. Okay, Varo war ich nie so ein Fan von. Aber dann bin ich eigentlich so gut wie alles geguckt. Mit dem Projekt ging. Oh Mann, ey. Es wäre so ein Traum bei Craft Attack mitzumachen, ey. Es wäre so ein mega Traum, Alter. Hallo. Hallo. Wollt ihr Rose kaufen? Wollt ihr Lose kaufen? Da. So. Aber Craft Attack will ich mal mitmachen bei Craft Attack. Ach, das wäre so Hammer. Ich hätte so Bock, mich da mal mit zu battlen. Mal gucken, wie so ein eskaliert, weil ja, weiß ich, was ich da mitbekommen habe, dass ja quasi Revi einfach die ganze Zeit Mist über den erzählt. Oh Mann, ey. Das ist gehört nicht da. Ich dachte mir einfach nur so. Alles klar. Wenn ich mich für ein Team entscheiden müsste, Team Dena. Wer ist das schön? Lang lebe Stadtrot, lang lebe Kim Jong Dena. Kim Jong Dena. Oh, ich hätte zwei Trainer umdingsen können, umgehen können. Ja. Deswegen. Hätte ich eigentlich umgehen können. Aber wir kloppen uns damit durch. Jorob. Oh, das ist ein Wasserei. Ja. So, dann gehen wir gleich mal hoch zum goldenen Nugget Brücke oder wie die heißt. Zur goldene Brücke. So. Und Jorob wurde weggerackt, leider. Und Misty. Da ist die Arena-Leiterin. Hey du! Was ist dein Motto beim Pokémon-Kämpfen? Also meins lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen Offensiveinsatz vom Wasser-Pokémon. Mein Optimist, also meins ist quasi genau dasselbe, bloß mit Pflanzen-Pokémon oder Elektro. Nee. Drachen-Forwind ist mein Motto, Alter. Ich liebe Drachen-Pokémon, Scheiß. Ich glaube, ein Gen 2 wird es, glaube ich, bis ein Gen 3 wird es eigentlich nur mit Drachen-Pokémon, voll geballert. Oh, ja, Misty ist schon ein ziemlich hohes Level auf jeden Fall, sehe ich. Ich
Ich glaube, da müssen wir gleich definitiv auf Sarzenia wechseln. Sarzenia! Oh! Oder Ultriganie eher gesagt. Sarzenia haben wir ja nicht. Mal gucken, wie sich entwickelt. Oh, fällt auf. Jetzt weiß ich, dass wegen der Controller so unangenehm ist in der Hand. Moment. Jetzt wird es definitiv angenehmer an. Ultriganier. Einwechsel. Wir haben ja da schön Rampenhieb, damit können wir Stop. Goldini besiegen. Ah, Starmie hat sie. Ich meine, ein Goldini hat noch. Und Rampenhieb. Und weggerackt. Oh, Fernschau. Schnell! Nein! Starmie ist schneller als wir! Und. Wer jetzt durch? Was? Ey, was für eine Welt leben wir hier? Das kann doch nicht mal aussehen. Jetzt riecht man fast durch. Und das kann doch nicht mal aussehen. So. Und besiegt Nidoran weiblich Level 13. Arena hat gemisst, die wurde besiegt. Wir kriegen 3040 Poké-Dollar. Nice! Das ist mal mega nice. Jetzt geht mein Audio voll hoch, Alter. Übersteuern! Ach, ich kann gar nicht übersteuern, fällt mir auf. Ich komme nicht mal in den gelben Bereich, wenn ich laut sprechen soll. Aber meiner Meinung nach bin ich im optimalen Bereich. Und das ist wieder gebattelt, Alter. Wieder. Pokémon Level 30 heute von mir. Jede Wasser. Geil! Wir brauchen irgendwie Wasser-Pokémon irgendwie. Nice, und wir haben die nächste Arena besiegt. Wir sind mal wieder einen Schritt voraus gegenüber unseren Gegner. Auf zur Nuggetbrücke. Und hier kommen wir nicht durch. Und hier kommen wir auch nicht durch. Und also können wir jetzt Hyperwelle kaufen? Schön ab über die Wiese und. Elektroball, Alter. Alles ist groß. Ah, Hyperwelle können wir noch nicht kaufen. Okay, so. Dann noch nicht. Tschüss. Wir haben noch ein paar Superbälle, okay. Ich möchte aber einen Pokémon haben, was mir hinterherläuft. Definitiv. So Hard Gold Feeling. Ups, Team. Dann möchte ich, dass mir Tauboga hinterherläuft. Wie kann ich es machen? Aus dem Pokéball holen. So. So, kannst du auch nochmal raus ein bisschen. Ja. Ey, ich stell vor, wir haben so ein legendäres Pokémon wie. Alter, ich stell mir gerade vor, sowas wie Giratina später in Gen 4. Oder Rayquaza in Gen 3. Oh ja. Oder in Gen. Okay, in Gen 2 hätten wir HU. Ah. Haha, ausgetrickst. Ah. Da Pokémon hat gegeben. Ich muss mich beruhigen. The fuck? Alter. Chill und trinken Kaffee, Alter. Paulol, setzt Tauzi ein. Wir setzen Evoli ein. Aber nee, ich will nicht Evoli einsetzen, sondern ich will Tauboga einsetzen. Oh nee, ich will einen Pikachu einsetzen eigentlich. Nein, kein Item, sondern ich will Pokémon. Und dann will ich Tauboga einsetzen. Du schaffst es, Tauboga. Ja, Mann, Alter, das Level 10. Pinschuss. Oh, wow. Hat das viel gezogen. Und du setzt jetzt einfach mal Tackle an. Tackle ihn weg, Alter. Wir sind doppelt Level immer noch. Lol. Ich hätte einen Tupi einsetzen müssen. Bats! Und ge-one-shotted. Nice. Wir sind einfach mal doppelt Level über ihn, Alter. Er ist doch schlechter als der Rehleiterin. Pikachu, oh.
wechseln, dann wechseln wir mal auf Ultigan hier. Wir werden auch Pikachu einsetzen können. Ah, unser Pikachu ist noch zu schwaches Level. So. Dann ist Pikachu ein. Kämpfen. Ultigan hier setzt Woll rein. Oh, guck hier, oh, oh. Ey, das geht aber mal gar nicht. Warte, und weggerackt, Alter. Ich weiß gar nicht, welches Level da war. Pikachu. So, und jetzt geht's. Oh, hups, nein, ich hätte Dings endet zum Evoli. Nein! Mirabla. Dann setze ich dagegen mal Evoli ein. Müssen wir wieder die nächste Farm-Session machen, damit unsere Pokémon wieder ein bisschen höheres Level werden. Mirabla. Und wir setzen mal Biss ein. Los. Evoli, setz Biss ein. Überlebt? Was? Nein, nicht Säure! Nein! Oh. Spezialfall wurde gesenkt. Oh. Und setzt einen Trank ein. Nee, wie unnötig. Nicht komplett voll. Haha. Jetzt sind nämlich down. Ne, 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 ne. Und gewonnen. Nice. Fuck, Alter, das sieht ja versteuert aus. Okay, das ist dann. Die Brücke ist ja auch echt geil gelöst. Wurzel da eine Brücke, statt dem. Die baut einfach eine Brücke, statt einfach übers Land zu rennen. Käfersammler. Leonardo da Vinci. Oh, Leonardo DiCaprio. Oh. Blutzug. Evoli setzt zurück, zurück rein. Haha. Besiegt. Ich glaube, ich gehe mal nebenbei auf Pokémon Ding. Also ja, Pokémon Go. Ja gut. Wenn ihr was in der Nähe wäre. Hier ist gerade gar nicht, schade. Ich lade einfach mal neu. Meistens triggert das aber nicht. Oh, Enton! Enton! Enton wurde besiegt, nice. Jetzt ist der Spawn einfach nichts. Ich hoffe jetzt mal beim nächsten Let's Go. Ah, okay, wenn sie sich am Pokémon Gelb beispielsweise halten oder so ungefähr, dann müsste eigentlich. Ich glaube, eine erste Edition gab es noch gar keinen Tag. Es gab es auch, glaube ich, erst auf Gen 2. Also, wenn es ein Let's Go Gen 2 geben würde, wäre mega geil. Dann wird es auch viele Nachtfolgen geben. Weil ich dann auch viel nachts aufnehmen werde. Oder bei Dämmerung. So ein Stream bei Dämmerung wäre geil. So ein Shiny Hunting. Nice, der Clips wurde besiegt. Oh verdammt, mir fällt mir auf, ich muss wieder demnächst Fortnite bringen. Auch für die Zeit, ich muss eine Fortnite vorproduzieren für die Zeit während des Umzugs. Einfach Leute, Info,
wenn ich streame, streame ich auf, wie heißt, auf Twitch, auf meinem Twitch-Channel. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, It's Dame Gaming. Müsste eigentlich auf dem Kanal verlinkt sein oder unten in der Videobeschreibung. Wenn nicht, werde ich das nochmal nachfragen. Ich weiß noch nicht, wie es aktuell ist, weil ich die Beschreibung so nochmal bearbeiten werde. Samurzel. Und wir haben besiegt. Das war Nummer 3. Nice! Noch ein Win! Ja! Nummer 4! Ja! Oh, Jumanda. Will ich da richtig gesehen haben. Einfach, ich freue mich auf die ganzen Dingsentwicklung, auf die ganzen, noch ein Samurzel. Oh, ein Vulcano! Ich will Vulcano haben! Und der Zug gibt ein gegen Vulcano. Einfach wie heißt, ich würde halt, mal gucken. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde halt streamen. Und wieso hat die Brücke hier eine Ecke? Hä? Lol, das, die Kampfhintergründe sehen auch irgendwie nicht so aus wie real. Nein, da war ein Pokémon, das gerade weg ist. Nein! Hallo, so, du bist Nummer 6. Glaube ich, oder? Ah, nee, lol. Okay, ich habe ein Nugget bekommen. Ey, ich hab mitgemacht. Ey, Junge! Ich hab mitgemacht, ey. Was ist denn? Dusselgur! Nein, ich verfehle immer. Hä? Den verfehle ich immer. Eigentlich getroffen. Smogon! Aber auch lustiger, wenn die halt alle 2 Jahre jetzt zum Beispiel Let's Go rausbringen würden. Das würde ich irgendwie mega feiern. Eine Mauzi. War zu weit, okay. Getroffen. Hä? Hat noch durchgehalten? Was? Wie kann das denn durchhalten? Das ist nicht möglich. Aber ich habe halt irgendwie hier und ich habe das Ding wieder nicht um. Also wenn ich den Pokémon fangen würde, das Ding so losfliegen würde, Alter, das würde gegen die Wand klatschen. Oder gegen den Bildschirm eher gesagt. Hallo, da ist ein Glumanda. Glumanda. Ja! Ja, wir haben den Glumanda! Das heißt, ich muss einen Pokémon aus dem Team rausschmeißen und es wird vermutlich Pikachu sein. Ja, geil, wir haben Glumanda. Glumanda wurde der Box hinzugefügt. Das heißt, tut mir leid, ich glaube, Nidoran weiblich kommt raus. Oder ne, Pikachu. Pikachu würde ich am wenigsten einsetzen. Bewegen. Ups. Y für die Box öffnen, so. Und dann will ich jetzt einmal. Glimmern da. Level 14, dem Team hinzufügen. Und anstelle für Pikachu. Was geil ist, entwickelt sich ja bald. Da würde ich sagen, aus dem Pokéball. Na, bist du glücklich, Glumanda?
Es freut sich. Auf jeden Fall werde ich mich gut um Glumander kümmern. Muhahaha. Los, Glurak. Trainier, bis du Glurak wirst. Wahrscheinlich darfst du kurz austricksen. Route 225. Ha! Ausgetrickst, Glumander. X-Spezial Abwehrkraft. Okay. Hallo? Ah, lol. Ja, ich war ein Glumander. Onix! Ich will Onix haben! Alter, Onix ist so riesig. Oha, das wäre so. Ey, warte mal, gibt's. Stimmt, aus Zero City gibt's ja einen Fame mit einem Onix, meine ich. LOL. Was? Double Kick. Ich glaube, dann guck sie mal kurz ab. Ich lade mein Handy auf. Auf jeden Fall bei Pokémon Go will ich noch ein bisschen grinden nach Pokémon. Guck mal. Ja, da kann man die von normalen Editionen rüber tauschen. Hätte ich nämlich Hard Gold nochmal angefangen. So, das steckt. Das müssen wir hier anstecken. So, Moment. Dann kommt das durch. Wieder am Arm binden. Nice. Und wir haben den Besieg. 560 Poké-Dollar. Nice. Jetzt heißt es. Mann, was haben wir hier in der Ecke? Hier haben wir nichts. Ey, nein, ich wollte eigentlich Dings. Ich wollte das Item haben. Ich war. Oh, ein Dickter. Und wir nutzen mal. Und Ruckzucki. Und weg. Ich glaube, ich tausche mal gleich gegen Glumander aus, damit wir Glumander mal vorne haben. Wenn wir schon Glumander haben, dann will ich es auch einsetzen. Glumander wird das einzige Pokémon im Team sein, was ich wirklich auch einsetzen werde. Wir haben Supertränke gefunden. Nice. Können wir jetzt auch Supertränke kaufen? Team Evoli bewegen Richtung Glumander. Hallo, ich will kämpfen. Jetzt haben die gleich irgendwelche Wasser-Pokémon. Ich muss sowieso wechseln. Das wär's dann jetzt. Und Tauboga. Okay. Level 5. Setzt Glut ein, Glumander. Also Sandwirbel ein, die Genauigkeit sinkt. Aber du musst immer auch treffen, Glumander. Ich bin absolute Enttäuschung, Alter. Nein, oh Mann. Wie ich sowas verabscheue, ey. Mann, ich hasse sowas. Bullpix! Ja, verbrennt! Nein. Bleib drinne! Nein! LOL! Okay, gegen da setze ich Tauboga ein. Nicht im Ernst, dass ich krieg Vulpix nicht gefangen. Was? Moment. Hätte ich bitte beim Pokémon Go bin ich wirklich zu blöd zum Bälle schmeißen. Ja, einwechseln. Bleib drinnen, verdammt nochmal. Und komm wieder raus. Nein, und flüchtet. Nein.
10 Level über den. Aber besiegen den. Oh Mann, den Vulpix hätte ich so gern gehabt. Dass es Volona wird. So. Nein, 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 nein. Heute. Lockparfüm, Medizin. Supertrank oder Trank eher gesagt auf Commander. Trank 1 und Trank Nummer 2. Nice. Hallo, ich bin Kämpfen. Alles klar. Was ist jetzt? Knirps Emil. Fordert uns heraus. Rettern. Okay, Rettern. Gegen unser Glumander. Du bist dran. Gewann, das ist Blut 1. Silberblick, oh nein. Komm gleich, setzen Fit und verbrenn ihn. Jetzt Crit und Verbrennung. Ah, Glumanda kann gleich gewone-shottet werden. Nehmen wir das Rettern da. Ratz, ratz, okay, es wird easy. Das kann sein. Nein. Er macht mehr Damage als wir. Biss. Und wieder voll. So viel, das dürfte ich Klappe ziehen. Das zieht jetzt 15 Klappe ab. Okay. Jetzt. Mach ihn down. Nee, ne, wir müssen nochmal heilen. Ich wechsel. Ist mir zu unsafe. Ich hab doch auf. So, Wechsel auf Evoli. So, Dead Rokutuki ein. Mal gucken, ob wir es noch in dieser Folge bis zu Bills Haus schaffen. Und irgendwie hier in dieser Folge wieder nichts schaffen zu fangen. Haha, gewonnen. Ne. Vielleicht kann man da heilen. Beutel. Medizin. Trank. Und wir haben nur einen Trank. Oh Mann, er hat nur 30 KP. Oh nee, ne. Gegen den setz doch mal Evoli lieber ein. Ach, so ein Dingsprogramm, ein Antivirenprogramm. Dass sich sowieso andauernd zu Wort meldet. Oh, ein Doppelkampf. Noch. Wie viele Kämpfe kommen denn noch bitte? Oh, ein Kleinschlein. Das schaffen wir. Ah, ich weiß, wieso will ich wechseln, ich Idiot. Ich weiß aber auch gar nicht, wann wir zum Go-Park kommen. Muss man auf die Karte gucken außerdem. Bart! Bart! Und weg! Nice!
Komm, Glumanda muss es doch. Oh, oh, Evoli Level 27, nice. Und Glumanda bitte Level 15. Nein! Maholo. Nee, da wechsel ich mal. Weil da ist Evoli nicht so gut wie Tauboga. Alter, Evoli setzt sich auch ganz schön ab von dem Erfahrungspunkt. Nein, ich sehe auch mal Maholo. Flügelschlag, Tauboga. Und du dürfst jetzt auch Level 26 erreichen. Ich glaube auf Level 36 entwickelt er sich weiter zu Tauboss. Levanda erreicht Level 15, Level... Nidoran männlich erreicht Level 15. Nein. Nidoran weiblich erreicht Level 15. Wird, glaube ich, auch wieder dasselbe erlernen. Schade, dass ich einfach B drücken kann. Da muss man immer, muss man zwei Tasten drücken, anstatt eine. Und wir haben den Minor, den Minor besiegt. Und jetzt geht's ab in den Doppelkampf. Oder, oh, scheiße, das wäre ein Doppelkampf, wäre so geil gewesen. Hallo, ich will mir den Trainer rauslocken, aber dann können wir da hinten ans Item rushen. Goldini. Die Folge wird ein bisschen länger auf jeden Fall, weil ich erst mal ins Haus will. Aber eigentlich müsste ja in Gen 2 Suikune da auch auftauchen, unter anderem. Bei einem normalen Hardgold-Bass zumindest. Dann da, ich glaube, da hat man dann die... Ich fand am nächsten dann an Suikune ran, bis man es dann auf irgendwelchen random Routen treffen kann und dann selbst fangen kann. Geht bei Bills Haus. Ultraganier hat Level 26 erreicht. Und wir haben die Camperin besiegt. Das heißt, hallo, ich will mich hier hinten rumschleichen und hallo. Ich bin außerhalb der Range. Nein, die haben ernsthaft. Nein, die haben sich ernsthaft daran gedacht, ey. Respekt, Game Freak. Respekt. Ich hätte mir recht, dass man gleich loslosen kann, indem man da hinten lang geht, aber das Range dann so kurz ist, nur dass er sich nicht bewegen muss. Nice, das ist Respekt. Oder lässt uns gleich durch. Wir haben den Camper besiegt. Wir halten zwei Superbälle. Nice. Danke. Oh, schade, wir haben noch keine Geheimpower. Jetzt haben wir ein Item. Nee. Ah ja, doch, okay. Hallo? It's a prank. It's just a prank. It's just a prank, bro. Mirable. Mittlerweile sind wir nicht mehr so overleveled wie vorher. Auch wenn es immer noch 15 Level sind. Oh Gott, ey. Boots. Okay, ich bin doch noch overleveled. So, aber bei Bildhaus machen wir eine Pause. Ich lade den Joy-Con weiter auf. Und dann geht es erst heute nach dem Stream von Spocky weiter. Info, heute haben wir immer auf dem 10.11. um 17.50 Uhr. In 10 Minuten wollte ich eigentlich was essen. Oh. Und irgendwie komme ich durch die ganze Vorproduktionsphase nicht dabei aufzuräumen und irgendwie meine Taschen zu packen, weil ich in aktuell 20 Tagen umziehe. Ja! Geil. Ohne Scheiß, ich habe dann endlich so einen geilen breiten Schreibtisch, weil mein Schreibtisch über fucking 2 Meter breit wird. Der wird noch tiefer als mein jetziger, wo ich noch mehr Ablageflächen habe, wo eine Switch drauf kommt, die Xbox 360 drauf kommt, der Nintendo GameCube kommt drauf, dann kommt noch die PS2 drauf, dann holt man noch eine PS3 und eine PS4 und eine Xbox One
und eine Nintendo Wii. Vielleicht eine Wii U noch. N64. Oh nein, Carpador, 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 Carpador. Oh, ein Carpador will ich haben. Ich glaube, das erste Pokémon, was wir handeln, wird ein Carpador sein, ohne Scheiß. Ich will definitiv ein Carpador handeln. Ich will einen Shiny Carpador haben mit Chillerpin und wenn wir einen Chillerpin haben, will ich unbedingt einen Shiny Hand, den Shiny Carpador handeln. Weil ich will definitiv einen Shiny Carpador haben. Das ist ein goldenes Carpador und so einen kleinen roten Garret aus weiterentwickelt. Oh. Ich weiß gar nicht, was wir von Pokémon noch fangen können überhaupt. Ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich wir befinden uns gute 25 Millionen an. Haha, wir haben gewonnen gegen die Angler. Ne. Ja. Hä? Ah, Leute, das ist ein Weg zurück. Trollololololol. Und wir haben noch ein Item. Nice. Und da haben wir noch ein Lockparfüm. Ja. Und da haben wir noch eine Dingstrainerin. Die wir aber beim nächsten Mal. Das ist das Haus von Bill. Hier wohnt Bill. In der nächsten Folge kämpfen wir gegen sie. Also danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst und nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bin ich immer viel zu schnell für Speichern. Ciao.